Hi liebe Leute, was geht? Und willkommen hier wieder zu Pokémon Rote Edition. Wir hatten ja das eine Dorf angefangen zu erkundigen, das letzte Mal, wenn ihr euch erinnert. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was wir hier für Läden... Halt! Was wir hier für Läden haben. Hier haben wir einmal hier so ein Ding, da kann man sich an den Computer... Das ist so ein Pocket-Raum, da kann man sich an den Computer setzen. Kann dann Informationen rausfinden über Pokémons, die man hat und so weiter. Obwohl wir das gerade nicht wollen, also das macht dieser Raum. Den außen heißt hier ein Pokémon, nämlich Poké. Der nächste Raum, wir fangen gerade alle Kopfhörer hier auf mein Headset aus dem. Besser. So, der nächste Raum, den wir hier haben, das ist ein Markt, Supermarkt, da kann man Getränke kaufen. Hier zum Beispiel. Tut mir leid, alle Getränke sind ausverkauft. Okay, toll, danke. Da kann man halt keine Getränke kaufen, ist auch egal. So, was haben wir noch? Hier hinten haben wir noch etwas. Meine Kopfhörer fällt. Alter, da habe ich die Falschen drin. Ich weiß nicht, irgendwas. So. Also ich hoffe, ihr konntet auch die Musik auch hören, aber mich immer noch hören, weil ich kann das wer einsetzen. Wann das halt irgendwie gut eingestellt ist und wann nicht. So, hier mal eine Schule-Esser-Info. So, ihr könnt sehen. Hinaus aus der Schule, die Scheiße. Werdet ihr was jetzt denken, werde ich mir auch denken. So. Dann haben wir noch einen Raum. Das ist, ich glaube, irgendein Heim oder so. Es macht Spaß, den Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Ja, Seefahren kann man zum Beispiel auch leichter merken. Willi, Habi, Habitak. Okay, das ist ein Pokémon. Ne, Willi kann man sich zum Beispiel irgendwie leichter merken als... Ich gibt's dann zwei Namen, keine Ahnung, fällt mir gerade keiner ein. Willibald irgendwie, ich weiß es nicht. Willibald, einfach weil Willibald irgendwie länger ist. Ach, keine Ahnung. Ach, es wird ein Soundtrack einfach so nice. Was wir jetzt machen, ist auf Pokémon zu gehen und zu schauen, was uns hier einfach noch so erwartet. Das ist der Plan. Und hier werden uns wieder Pokémons beim Weg laufen irgendwann. Früher oder später wird dies einfach der Fall sein. Aber hier haben wir ein Gebäude. Halt, ich will nicht rausgehen. So, was ist denn das für ein Gebäude? Da muss man durch. Hast du schon einen Ratzfatz gefangen? Es ist klein, aber sein Biss ist heftig, okay? Gefangen habe ich einen Ratzfatz schon. Sowohl hier in Pokémon Rote, dessen als auch in Pokémon Go. Du stehst in den Vertania-Wald. Sei auf der Hut. Dort verläuft man sich leicht. Da hat mir aufgefallen. Aber die Welt hier ist nichts im Vergleich zu einer Welt, wie es The Legend of Zelda Breath of the Wild sein wird, was im März erscheint, was eine Riesenwelt haben wird, also kannst du gerade spieleübergreifend reden, aber egal. Meine Freunde und ich haben das schon erwartet, okay. Unser Pokémon wollen kämpfen, na Gott. Nee, nix da. So, ich dann der Wald, verdammt. Wir sind die Pocketbälle ausgegangen, aha. Fange ich bloß Pokémon? Ja, das kann ich. Das hat ein Freund von mir bei Pokémon Go nämlich gehabt. War nicht sehr effektiv. So, der sagt ein Road etwas. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Ja. Was hat der denn für eins? Okay, von mir aus. Hornio, oh Gott. So, ich weiß nicht, was gegen die wirksam ist. B. Ich probiere einfach mal hier einen Tackler, der ist ja beim Taub, sie ist immer sehr erfolgreich. Das hat dem ehrlich gesagt nicht so viel. Ich spiele mal einen Heuler aus. Ich weiß nicht, was gegen. Ja, Heuler. Na, fuck.
wir nochmal einen Tag Lava bei. Wir werden den Kampf nicht gewinnen, der ist einfach. Ich bin nochmal ein Tackle. Scheiße, okay, Alter, das gewinnen wir nicht. So, nächster Versuch. Fuck. Ja, schon. Alles scheiße. Aber, warte mal. Ich glaube, wir haben halt wirklich gewonnen, ne? 66 Erfahrungspunkte. Boom, Bits. Und ich bin Level 9. Nochmal Boom. Ja, Oh, geht's wieder weiter, oder wie? Ja, Takler. Und wenn ich jetzt weiterkämpfen, Alter, wie dir einfach nichts hilft. Nochmal einer. Das heißt, scheiße, es war Kaktor, ey. Bewegung meiner letzten Leben. Irgendwas beim Mobil erstmal. Scheiße. Komm, aber jetzt. Oh nee. Ich bin Ohnmacht gefallen. Ey. Wo bin ich hier? Hilfe. Achso, ich werde gerade bei Pokémon Rot Edition spielen, alles weg. Und dann atme ich das Pokémon und sieht dann. Wenn es in Ohnmacht gefallen. Naja, lass ihn jetzt auf. Ich hab wirklich gesehen. Scheiße. Lass ihn jetzt auf. Probieren es halt einfach unbetrotzdem nochmal. Und wieso komme ich dann eigentlich an mein Haus zurück? Das nervt mich leicht. Was sagt mir Professor Eich dazu? Da wird überall in dieser Welt erwarten dich Pokémon. Ja, ach nee, Alter. Für den Professor ist die Aussage echt Bombe. Das sind Sachen, die wir nie wissen. Dafür haben wir unseren guten Herr Professor. So genau sowas. So, also, das war ein Satz mit X. Aber so, wir machen wieder einen Tackle. Meine Stimme ist leicht heißer, sorry, ich bin ein bisschen heißer. Ich muss gerade mal kurz speichern, weil hier mein Gerät das Ticken macht. Ja, wie gesagt, ich bin leicht heißer. Ja. Damit müssen wir leben und ich hab gewonnen! Radfahrt wurde besiegt. Ich muss ein bisschen lauter reden, damit es mich irgendwie so versteht. So, 24 Erfahrungspunkte bekommen, da freue ich mich. Oh, und schon wieder kommt das nächste Pokémon. Alter, wenn Pokémon. Das ist auch eine reale Welt irgendwie so. Wenn man es damit überhaupt vergleichen kann. So, der Tackelstück fehlt, yes, dann probieren wir nochmal einen Tackle. Ha! Weg ist er! So, ich hoffe, mein Mikro geht noch, weil ich wie es in Ohnmacht gefallen bin, halt ohne Scheiß irgendwie in den Mund gerutscht. Ich hoffe, das geht noch. Als andere wäre es lässt. So, ja. So, jetzt sind wir nämlich schon im Dorf, wo wir gerade außen waren. Und gehen hier genauso weiter, wie wir es gerade außen gemacht haben. Einfach damit ich hier mal einen letztlichen Speicherpunkt setzen kann. Und dann ganz happy bin. So!
Okay, da ist hohes Gras, da kommt, okay, nee. Hier kommt nicht mal ein Pokémon. Und hier müssen wir durch ein Haus gehen, weshalb auch immer. Man muss da durch ein Haus gehen, um weiterzukommen. Finde ich korrekt. Mache ich auch gleich bei mir zu Hause. Alter, wir fangen nicht an, gegen Pokémon zu meinen Freunden zu kämpfen. Das können die schön abreiben, falls sie das denken. Oh mein Gott, was kommt denn hier vor eins? Pikachu! Ein wildes Pikachu, dann machen wir gegen Pikachu kämpfen. Oh shit. Pikachu hat es halt irgendwie am liebsten einfach genommen. Aber das ging nicht, das ist klar. Aber wenn wir es fangen, bekommen wir es halt einfach irgendwie in Pokédex. So, wir machen nochmal Attacke. Okay, ich sehe schon. Eins müssen wir noch machen gegen Pikachu. Yep. So, und Pikachu haben wir damit erledigt. Coole Sache. Ich habe 35 Erfahrungspunkte des Pikachu bekommen. Das sieht man mal. So, liebe Leute, und jetzt beende ich dieses Video auch wieder. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like und ein Abo da lassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut.